Willkommen zur Vorlesung Deep Learning for Games. Heute möchten wir uns etwas mit Reinforcement Learning befassen und dort eine kurze Einführung dazu anschauen. Das heißt, wir möchten uns zuerst damit beschäftigen, um was es überhaupt geht bei Reinforcement Learning und wie ich ein Reinforcement Learning Problem formulieren kann. Und dann werden wir nochmals auf diese sogenannten Multi-Armed Bandits eingehen und sehen, wie wir diese dann mit Reinforcement Learning lösen können. In einer weiteren Vorlesung, einem weiteren Video, werden wir uns dann noch mit AlphaGo befassen und sehen, wie dort Reinforcement Learning angewendet wurde. Um was geht es bei Reinforcement Learning? Bei Reinforcement Learning möchten wir lernen, und zwar von irgendwelchen Interaktionen mit einer Umgebung, also experienced. Das kann eine reale Umgebung sein oder etwas häufiger eine simulierte Umgebung. Und wenn wir interagieren mit dieser Umgebung, bekommen wir dann Rewards zurück. Und wir werden gleich sehen, diese Rewards möchten wir natürlich dann maximieren. Also vielleicht etwas genauer, wie diese Interaktion aussieht. Wir haben ein Agent. Der Agent ist eigentlich das Programm, das wir da lernen möchten oder das lernen soll. Er lernt von der Umgebung hier, wie indem der Agent gewisse Aktionen ausführt, in die Umgebung hineingibt und die Umgebung antwortet eigentlich mit zwei Sachen. Erstens mal einen Reward für diese Aktion und er sagt dem Agent dann auch, was der nächste Zustand ist. Das heißt, der Agent bewegt sich vielleicht, kann man sich so vorstellen wie in einem Labyrinth. Der Agent versucht auf irgendeine nach rechts zu gehen zum Beispiel und dann gibt ihm das Environment dann zurück, wo er dann tatsächlich steht nach dieser Aktion. Kann ja sein, dass dort eine Wand ist, dann ist er an einem anderen Ort, wie wenn er dann keine Wand vielleicht dort wäre. Und wenn der Agent dann den State und den Reward bekommen hat, dann wählt er wieder seine Aktion und so weiter. Was möchte der Agent also als Ganzes optimieren? Das ist eigentlich das Ziel von Reinforcement Learning und das kann als Hypothese so dargestellt werden. All goals can be described by the maximization of the expected cumulative reward. Das heißt, wir müssen auch unser Problem in Reinforcement Learning so formulieren können, dass dann das Richtige herauskommt, wenn wir die Rewards richtig gesetzt haben. Was ist nun der kumulative Reward? Ja, wir haben einen Reward gesehen von einem Zeitschritt. Und der kumulative Reward ist nun die Summe von allen Rewards, die der Agent bekommt über die ganze Laufzeit des Problems oder der Problemstellung. Wir haben häufig sogenannte Episodic Tasks, die irgendwann mal fertig sind, eben vielleicht den Ausweg zu suchen aus einem Labyrinth. Aber wir haben auch kontinuierliche Tasks, die immer weiterlaufen, zum Beispiel das Balancieren eines Stabs, der nicht herunterfallen sollte. Und wenn bei diesen Problemen der Reward einfach aufaddiert würde, dann gäbe es einen unendlich großen Reward nach unendlich langer Zeit. Das möchte man nicht. Darum wird häufig ein sogenannter kumulativ discounted Reward genommen, in dem die späteren Rewards mit einem Faktor Gamma jeweils multipliziert werden und Gamma ist dabei dann natürlich kleiner als 1. Das heißt auch, der Agent wird lernen, auf die ersten Aktionen mehr Einfluss zu setzen, weil diese einen größeren unmittelbaren Reward bringen. Einige Konzepte, denen wir noch begegnen werden, sind hier noch angegeben. Aktionen haben wir schon gesehen, das ist, was der Agent ausführen kann. Der Agent ist in einem Zustand normalerweise, bekommt einen Reward zurück. Der ist der kumulative Reward, das ist der Return über die ganze Laufzeit. Und wir haben noch eine sogenannte Policy. Die Policy sagt aus, was dann der Agent in einem bestimmten Zustand machen soll. Zum Beispiel als Policy-Funktion A von S
welche Aktion oder wie ist die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Aktion in einem bestimmten Zustand. Das werden wir dann eben auch bei AlphaGo nochmals kurz sehen. Manchmal ist es fast einfacher zu sagen, was Reinforcement Learning dann nicht ist. Reinforcement Learning ist nicht Supervised Learning, weil wir haben keine Daten von irgendeinem Experten, von dem wir lernen können. Wie zum Beispiel beim JAS, wo wir ja Daten von menschlichen Spielern zur Verfügung haben. Es ist auch nicht Unsupervised Learning, dabei geht es ja häufig um Clustering-Methoden zum Beispiel oder Strukturen zu finden in den Daten. Das nicht, wir wollen davon lernen. Gut, schauen wir uns doch mal zwei Beispiele dazu an, wie so ein Reinforcement Learning aussehen könnte. Hier ein Beispiel eines Helikopters von der Stanford University. Mittels Reinforcement Learning hat man also trainiert, wie ein Helikopter fliegen soll oder fliegen kann und das dann erst nachher an einem wirklichen Helikopter, das heißt beziehungsweise an einem einem ferngesteuerten Helikopter da ausprobieren. Also der Helikopter wird sozusagen von einem Agent-Programm gesteuert und wie man sieht, schafft er das auch relativ komplizierte Flugbewegungen da durchzuführen. Und alles nur gelernt von den Erfahrungen, die der Agent erhalten hat, indem er mit einem Modell dann versucht hat, den Helikopter zu fliegen. Gut, schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an. Diesmal von DeepMind. Das ist das erste DeepQ Learning, das sie da entwickelt haben. Das ist ein Verfahren, das dann ein neuronales Netzwerk nimmt, um zu lernen, was in bestimmten Zuständen zu tun ist, also die Policy, wie auch was dieser Zustand, was diese Aktionen dann bringen, also die Value-Funktion und als Input ging dabei sogar nur das Bild des Videospiels genommen und anhand von dem musste der Agent dann lernen, was zu tun ist. Das Ziel ist, es ist ein altes Atari-Spiel, also da die Gegner abzuschießen. Es gibt da ein gewisses Schild unten und man sieht auch, dass sich da die Rakete dann versucht, hinter diesem Schild da zu verstecken. Gleichzeitig muss auch das Mutterschiff jetzt gerade oben abgeschossen werden und auch das lernt der Agent dann. Von etwa 60 Spielen, die da ausprobiert wurden mit dieser Lernmethode, ist bei den meisten dann das Resultat so, dass der Agent besser spielen kann als ein menschlicher Spieler. Okay. Nun, als Beispiel für eine der Techniken, die da verwendet wird beim Reinforcement Learning, möchten wir uns nochmals mit diesen Multi-Armed Bandits befassen. Die haben Sie wahrscheinlich schon in einer frühen Stunde da sich kurz angesehen. Nochmals, um was geht es? Ja, Sie gehen nach Las Vegas. Sie können an einem von diesen Geldautomaten spielen. Sie haben 1000 Münzen zur Verfügung und Sie möchten natürlich eben möglichst viel Reward erreichen. Die Maschinen sind so eingestellt, dass sie anhand von einem beliebigen Mittelwert, also alle Maschinen haben da einen anderen Wert, irgendetwas auszahlen und was sie auszahlen, ist dann eben auch noch Gauss verteilt um diesen Mittelwert. Sie wissen nicht, welche Maschine im Mittel den höchsten Reward zahlt oder welche einen weniger guten Reward. Ja, die Frage ist nun, wie sollen Sie vorgehen, um
mit diesen 1000 Coins, die sie zur Verfügung haben, möglichst viel Reward herauszufinden, herauszubekommen. Okay, überlegen Sie sich das mal. Gut, wir können uns mal das so vorstellen, als dass jede Aktion, die Sie ja machen werden, hat dann irgendeinen erwarteten Reward. Und wenn Sie unendlich vielmal entsprechend spielen könnten, würden Sie auch diesen erwarteten Reward bekommen. Das heißt, es gibt diesen Reward, nur wissen wir ihn nicht, aber wir möchten nun versuchen, oder eine Strategie kann uns sein, versuchen herauszufinden, was dann der Wert einer bestimmten Aktion ist. Diese sogenannte Q-Funktion, das heißt, wenn ich jetzt die Aktion A wähle, was gibt mir dann das System zurück? Und nehmen wir mal an, ich habe schon eine Weile gespielt und ich weiß also die Werte von meinen verschiedenen Aktionen, dann kann ich noch auswählen, ob ich zum Beispiel eine Greedy-Aktion machen möchte. Eine Greedy-Aktion wird diejenigen sein, die mir den höchsten Wert zurückgibt, anhand von meinem Wissensstand im Moment. Könnte aber auch sagen, ja nein, ich bin ja nicht sicher, was wirklich das Beste ist. Ich möchte eine andere Aktion wählen, einfach um herauszufinden, ob die anderen Aktionen dann vielleicht doch noch besser sein könnten. Mit Greedy-Aktionen, das bezeichnen wir auch als Exploitation von unserem Wissensstand. Das heißt, wir nützen das aus, dass wir wissen, was die beste Aktion ist. Und Non-Greedy Actions sind Exploring, das heißt, wir versuchen dann noch herauszufinden, was dann sonst noch, was die Aktionen sonst noch geben könnten. Eine Möglichkeit, diese Exploitation und Exploration sich da gegenüberzustellen, sind sogenannte Epsilon-Greedy Aktionen. Eine Epsilon-Greedy-Aktion mit einem relativ kleinen Epsilon, zum Beispiel 0,1, nimmt dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 minus Epsilon, also 0,9 oder 90%, die Aktion, die eben greedy ist, mit dem maximalen QT der Aktion, wie wir das im Moment wissen. Und mit der restlichen Wahrscheinlichkeit dann noch 10%, nimmt er irgendeine der Aktionen, inklusive auch der Greedy-Aktionen. Das heißt, nun müssen wir nur noch herausfinden, wie wir dann dieses QT messen können. Und das ist ja eigentlich in diesem Fall relativ einfach, weil jede von unseren Aktionen gibt genau einen Reward zurück. Und wenn ich also den ersten Bandit vielleicht 20 Mal gespielt habe, dann kann ich erwarten, dass ich nach 20 Mal Spielen den Mittelwert von diesen 20 Returns hier bekomme. Das heißt, ich kann mir einfach für jede Aktion den Return merken und dann entsprechend diesen Mittelwert berechnen. Okay, schauen wir uns mal an, wie das dann funktionieren kann. Das heißt, unsere Testumgebung sozusagen sieht so aus, das sind die Rewards, die von den verschiedenen Bandits zurückgegeben werden. Das heißt, jeder hat da irgendeinen Mittelwert, der am Anfang gezogen wird, positiv oder negativ sein kann. Das ist auch Gauss verteilt um 0 und die eigentlichen Rewards, die dann zurückgegeben werden, sind wieder um diesen Mittelwert Gauss verteilt mit einer Standardabweichung von 1. Okay, jetzt spiele ich. Während dem Spielen lerne ich, was die verschiedenen Q-Values sind und ich spiele anhand dieser Epsilon-Greedy-Strategie. Nun ist noch die Frage, was ist dann das beste Epsilon? Zum Beispiel könnte ich Epsilon gleich 0 nehmen. Dann spielt er Greedy, das heißt, er nimmt, was immer das er dacht, was die beste Aktion ist. Wir können das Ganze so initialisieren, zum Beispiel, dass er am Anfang annimmt, alle Aktionen haben den Wert 0. Und wenn er dann einmal auf eine positive Aktion trifft, dann ist diese wahrscheinlich momentan die beste. Und dann wird er einfach darauf ausgehen, weiterhin diese Aktion zu spielen.
aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass da die beste Aktion ausgewählt wurde. Wenn ich y gleich 0,1 wähle, dann werden im Mittel alle Aktionen einmal ausprobiert. Das heißt, ich habe eine größere Chance herauszufinden, welches die richtige Aktion ist. Und das heißt, die spiele ich dann ja häufiger mit 90% und bekomme entsprechend dann auch mehr Rewards zurück. Wenn das Epsilon zum Beispiel noch 10-mal kleiner ist, ja, was heißt das? Das heißt, ich mache weniger Explorations. Es dauert dementsprechend länger, bis ich herausgefunden habe, was die beste Aktion ist. Dafür, wenn ich das mal herausgefunden habe, nehme ich dann die beste Aktion in 99% der Fälle. Das heißt, dass wenn die Anzahl Steps hier noch weitergeht, wahrscheinlich die rote Kurve dann einmal auch die schwarze Kurve dort überholen wird. Okay, nun ist Epsilon Greedy den besten Algorithmus, den man da machen kann, um Exploration und Exploitation gegeneinander drüber zu stellen oder zu balancen. Nein, ist es nicht, weil sie möchten ja vielleicht in diesem Fall, dass eben über die Zeit dann immer weniger Exploration gemacht wird und ein Algorithmus, der das macht, haben sie bereits schon gesehen. Das ist der Upper Confidence Bound, den wir auch im Monte Carlo Tree Search verwenden, und der ist besser darin, um Exploitation und Exploration da ineinander abzuwägen. Das heißt, dass am Anfang mehr Exploration gemacht wird und dann über die Zeit mehr Wert auf die Q-Values, also auf die Exploitation, gesetzt wird. Okay, was konnte man mit Reinforcement Learning erreichen? Zwei Beispiele haben wir schon gesehen. Das erste Mal auch in Spielen angewendet wurde das für Backgammon, sogenanntes Time Difference Learning für Backgammon. Time Difference Learning heißt, dass ich nach jedem Schritt, der gespielt wird, die entsprechenden Value-Funktionen in dem Fall aufdatiere und wie neu lerne. Und schon dazu mal wurde ein neuronales Netzwerk verwendet, um diese Value-Funktionen dann darzustellen, und konnte dann auch entsprechend recht gute Resultate erreichen, etwa gleich gut oder leicht besser als ein menschlicher Spieler. Ein zweites Resultat werden wir dann in der nächsten Vorlesung noch mit AlphaGo uns anschauen. Gut, das wäre es schon gewesen zur sehr kurzen Einführung in Reinforcement Learning. Wieso auch kurz? Es gibt eine neue Vorlesung an der HSLU über Reinforcement Learning, die gerade in diesem Semester auch das erste Mal stattfindet und dann auch wieder im nächsten Herbstsemester. Das heißt, wenn Sie sich da etwas mehr noch damit befassen möchten, dann würde ich Ihnen empfehlen, auf diese Vorlesung zu kommen. Gut, das ist alles für den Moment. Schönen Tag.